Moin Moin und willkommen dann zu einer weiteren Folge LS19 Riesenbeck. Zusammen mit Gamerflo. Hi. Und Bianna Let's Play. Hallo. Das ist einfach eine Anmoderation, Gamerflo. Ja, ja. Voll rein zu schleimen. Aufpassen, es wird glatt, ne? Stillschweigend ist auch eine gute Aufnahme. Ja, ich merke das gerade, es ist irgendwie so still. Naja, erzähl was. Was willst du wissen? Ja, nicht. Also wenn man reinzoomt an die Displays, das will man nicht, ne? Hast du schon mal gemacht? So. Aber mach mal. Mach ich gerade. Die sind so unscharf. Hä, bei meinen sind die scharf. Genau, bei mir im Vorwissen noch. Also bei mir in dem New Holland, nein. Es ist jetzt nicht wirklich das Thema dieser Aufnahme, oder? Unser Och nö. Doch. Gut. Thema dieser Folge, Game of Thrones, du hast es mitgebracht. Du nimmst auf, ey. Du hast angefangen mit Moderieren. Komm, beim letzten Mal habe ich jetzt auch schon ein Thema rausgesucht. Diesmal du. Notruf 112. Gut, dann musst du das gut erzählen. Release-Verschiebung. Aha, auf wann? Du bist der Simulationsexperte. Auf wann wurde es denn verschoben, erzähl mal? Na, erzähl du. Komm, du hast das Thema jetzt angefangen, also musst du es jetzt auch zu Ende bringen. Boah, ich hab nur, damit du was zu reden hast. Nee, du bringst das Thema zu Ende. Ich glaub Februar, ne, oder so. Nee. Das ist ja jetzt ganz ja auch nicht ausgerückt, ja. Du hast mit Absicht gemacht, oder? Nein. Im März kommt es raus, am 18. März. Vielleicht. Ist der hoffentlich finale Release. Der Grund für die Verschiebung war einfach der gewesen, dass man gesagt hat, mit der Box-Saison, das wird zu lange dauern und die USK-Einstufung ist ja auch noch. Und deswegen, wegen Corona, eben nochmal eine Release-Verschiebung. Liegt also letztendlich alles an der Box-Version. Box-Version im digitalen, im Streaming-Zeitalter. Sei jetzt nichts so, ne? Ich auch nicht. Ich habe halt auch schon überlegt, wie groß wird wohl der Prozentsatz sein, der sich wirklich noch eine Box-Version dahin stellt. Weil ich meine, das Ding staubt doch sowieso im Regal ein, also. Aber muss der Publisher selbst wissen, wenn die da eine Box-Version raushauen wollen, bitteschön. Ich bin trotzdem noch für die Download-Version, weil man muss am Ende sowieso downloaden. Also ich habe hier Notruf 1, hatte ich als Box-Version. Habe ich hier gerade neben mir rumliegen, deswegen fällt mir das gerade so ein. Ich bin echt davon ausgegangen, juhu, kein Download, ich packe das einfach drauf und dann zieht er das auf Matsch. Die Update musst du ja trotzdem ziehen. Ja, dachte ich, das geht online, wie beim LS. Nee. Es ist aber tatsächlich bei Notruf ja so, du legst die CD ein, das öffnet sich Steam, ne? Mhm. Ja. Das Spiel läuft ja über Steam. Ja. Ja, es ist glaube ich nur noch der LS, der wirklich bei CD läuft, oder? No. Alles andere ist doch wirklich schon Download. No. Und der LS, der ist ja wirklich dann schon, was das angeht, altmodisch, denn ich weiß zum Beispiel, OMSI 2 war ja auch schon. Naja, was das angeht schon. Weil OMSI 2 zum Beispiel von 2013 war ja auch Download nur. Du konntest zwar die Boxversion kaufen, ja, aber ging alles nur mit Download. Naja, gut, ja, stimmt. Und insofern ist es altmodisch. Weil ich denke nicht, dass es Giants jetzt, wenn irgendwann ein neuer LS-Teil kommt, anders macht. Nee, glaube ich auch nicht. Es wird also wieder darauf hinauslaufen, die machen wir eine Box-Version und da kannst du dann CD einlegen ohne Download. Finde ich altmodisch eigentlich. Das müssen die Entwickler aber selber wissen. Ja. Aus welchen Gründen auch immer die das machen, also. Na, weil sie es können. Ja, weil sie es können. Letztendlich. Gut, klar, man profitiert natürlich dann davon, wenn du ein schlechtes Internet hast, ne? Du kannst aber auch sagen, als Entwickler, du guck mal, kannst du noch ein bisschen Verpackungskosten verlangen und alles. Das war jetzt gemeint, das zu sagen. Aber ja, letztendlich. Siehst du aber so.
es läuft darauf hinaus, ne? Man hat ja dann trotzdem noch die, wobei das wirklich, also ich sehe es ja bei als Beispiel, da ist es ja wirklich so, das sind vielleicht 4-5 Cent Unterschied. Gut, aber ich muss dazu sagen, du hast das Spiel selber in der Hand. Bei manchen Spielen kaufe ich mir auch lieber die CD, um es einfach nur in der Hand zu haben. Weißt du? Ja, gut. Also ich sollte irgendwas passieren mit der Plattform, dass das Spiel nicht weg ist. Ja, da ist ein Nachweis, meinst du, ne? Naja. Wobei da eher ein Nachweis ist, wenn du sagst, du kannst ja auf Steam beispielsweise sagen, okay, druck mir diesen Kaufbeleg aus. Weißt du, da hast du diese Funktion drucken. Kannst ja machen. Genau. Dann kannst du jetzt meinetwegen irgendwie in Folie packen oder sowas, dann hältst du es auch. Irgendwie reden wir gerade alleine, ne? Kann das sein? Ja, ich bin da zufrieden. Ich darf dreschen. Mir gefällt das. Achso. Das wäre trotzdem schön, wenn du deine Meinung einbringst. Ja. Ich habe meine letzte CD, die ich habe, ist vom Fernbus-Simulator und die habe ich 2016 oder 2017 gekauft. Und seitdem tue ich eigentlich alles nur mehr über die Stores runterladen. Ist zwar blöd so mit Zahlen und so mit Kreditkarten und so, aber ja, mich stört es jetzt nicht unbedingt. Weil beim Landwirtschaftssimulator war es ja so, dass die Box-Version dann noch ein paar Sticker und Poster und sowas hatte, oder? Ich kann mal nachgucken. Ja, ich glaube ja. Aber nur, wenn du, die Collector's Edition. Also. Also bei der normalen Version hast du zwar Handbuch. Und ich glaube, im L17 war es noch so, da hast du irgendwie. Was war es noch? Noch so ein paar Bücherchen. Da hast du ein Poster mit gehabt. Ein Poster, genau. Ein Poster war es gewesen. Und dann eben noch so ein Modding-Tutorial-Heft, glaube ich, war es. Genau. Aber dann hört es auch schon auf. Mehr hast du da nicht gehabt. Das jetzt passiert. Wohingegen, wenn du die Collector's Edition hast, aber die finde ich übertrieben. Die kostet, glaube ich, 60 Euro oder so. Ne? An dem Baum hängen geblieben? Echt jetzt? Der Baum ruft, wa? Ja, nee, jetzt mal ernsthaft. Der Traktor ist ja nicht größer als der Cooper. Doch. Naja. Ja, da siehst du mal, was du für Maschinenauswahl getroffen hast. Großes das heißt, Gerät. Nimm dir eine Map, bereite selber vor. Habe ich schon oft genug gemacht. Ah ja. Aber du weißt, ich mach's aus Parkgründen nicht mehr. Das ist nämlich der Nachteil. Man ist dann immer, wenn man eine Map aufgemacht hat, der mit den kritischen. Der die Kritik ab. Da kriegt man. Stört mich nie. Ja. Oh, draußen regnet's. Schön. Das ist doch gut. Was ist daran gut, wenn ich raus bin? Das ist eine monatliche Dusche. Doch, also was? Dazu möchte ich jetzt keinen Kommentar abgeben. Gamer Flo, du gehst ja dafür einmal im Jahr baden. Also. Ja. Wie weit seid ihr jetzt so drin? Kann ich schon grob ankommen? Ich habe es drei rundum Gewände. Du fährst immer im Kreis, ne? Das hat mich nervt. Nee, jetzt habe ich gerade die letzte Bahn gemacht. Soll ich gucken kommen? Siehst du sowieso nichts. Ich habe jetzt aber 99%, also ich bräuchte wieder einen Anhänger. Ja, ich guck. Könntest du auch, so mal als Tipp, Lukas, wenn du dir den zweiten Anhänger vom Shop holst, ne? Nee, also der Traktor schnauft sowieso schon. Dann nimm den anderen. Nee, der ist hier noch halbwegs schön. Messer Ferguson ist ja nicht wirklich. Oh, das gibt Hate. Ferguson hab ich. Ich hab's gerade gesehen. Nee, das meine ich gar nicht. Ich meine das jetzt, was ich gegen die Marke gesagt habe. Achso. Oh, das gibt ganz böse Kommentare. Du hast gar keine Haftung. Ich hab das nicht. Nee, weil. Doch. Ja, du lachst da drüben, ne? Ja. Ja, weil ich die großen Reifen habe. Ich bin bis jetzt am Netz stecken geblieben. Jetzt. Ah, gut. Sei froh. Ist ein bisschen nervig, weißt du, wenn wir immer wieder nochmal neu anfangen. Fährst du wenigstens das Ganze schon mal zum Lager oder fährst du das nie zum Lager? Wenn ich voll bin, fahre ich los. Dann komme ich mit dem Anhänger runter und komm dir helfen. Beim Abtanken. Das ist aber schön, dass du mir helfen kommst.
Ah, ja, ich glaube, so viel gibt's da nicht zum Abtanken. Warum? Simulator TV war jetzt nicht so ausgelastet, wie er da immer auf mich gewartet hat. Wenn dann noch zwei arbeiten. Ach so, nie ausgelastet. Ja, dann kann ich wieder oben bleiben. Hilf mir! Nö. Dann komm ich mal runter, proben. Also, gucken, was er macht. Kontrolle. Irgendwie, ich komme hier gerade. Gibt's hier irgendwie so ein. Haben wir irgendwie so eine Abschleppkette oder was drin? Müssen wir dann mal gucken. Weil das Problem ist echt, dass ich hier. Sie festgefroren. Ja. Er kann sich nicht gut bewegen, er rutscht. Dann fix er das Problem in der nächsten. Jetzt in der nächsten Folge. Ich glaube, wir haben nämlich jetzt von dem Mod her keinen drin. Würde ich sagen, was heute kurze Folge? Ja, wollen wir? Dann. Ich mache ab von das Problem. Ich hab's. Ja. Gut. So. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und auch ein Abo. Und um nichts zu verpassen, abonniert. Ja, klar. Aktiviert die Glocke, wollte ich sagen. Und bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Bleibt gesund. Ciao, ciao. Tschüss.